zum Träumen, aber nicht zum Meer. Beatles, New Kids on the Block, Take That oder Backstreet Boys. Die Namen ändern sich, die Szenen bleiben die gleichen. Das ist noch immer das Konzert hinter der Bühne. Fließbandarbeit für die Sanitäter. Kein Phänomen der Backstreet Boys allein. So sieht es auf vielen Teenie-Konzerten aus. Aufgeregte Mädels und ein paar Jungs sind auch dabei. Ein paar ist es natürlich vorne am Gitter zu eng geworden, wenn von hinten geschoben wird. Aber das geht meistens wieder. Nur ganz, ganz wenige, die bis jetzt irgendwie nach Hause geschickt worden sind, wo wir die Eltern rufen mussten. Es hält sich in Maßen. Mit bisschen Backstreet-Wasser geht alles wieder in Ordnung. Wie beruhigen Sie denn die Mädels hauptsächlich? Ja, zusprechen, coole Handtücher, schön hinlegen, viel trinken, weil es da drin sehr warm und wir schwitzen und sind alle ein bisschen K.O., aber das reicht sich wieder auf. Das Sanitäterteam vor Ort arbeitet professionell und einfühlsam zugleich. Die Kids werden schnell wieder aufgepäppelt. Bloß nichts verpassen. Viele gehen nach wenigen Minuten wieder zurück in die Konzerthölle. Die Bilanz des Abends, mehrere hundert Fans mussten versorgt werden, nur wenige Fälle waren wirklich ernst. Die meisten der Konzertbesucher sind an diesem Abend glücklich und auf Wolke 7 nach Hause geschwebt.